Es ist eine gute Zeit, um mir meine Ängste anzugucken. Angst um mein Leben, Angst um meinen Körper. Es ist eine wunderbare Zeit, die Ängste anzugucken. Die Angst um einen Körper, die Angst um ein Leben. Wo ist der Unterschied? Mein Körper, mein Leben. Meine Haare. Ja, das ist doch Magie. Dieses Mein. Die Mein-Magie. Diese abgefahren, gell? So kannst du sagen, mein Schatz, das ist mein Schatz. Okay, du musst da mal abchecken. Musst du. Hast du jetzt. Ist die Angst jetzt begründet? Um deinen Körper. Fällt dir gerade ein Baum auf den Kopf? Steht jemand mit der Waffe da? Hast du gerade eine unheilbare Krankheit? Außer natürlich der Zufall, dass der Herzkasper auf einmal haha, dich besucht und dein Herz ausschaltet. Und dann. Piff, paff, puff, was für ein schöner Tod, könnte man auch sagen. Mit meinem Körper ist ja mein Leben verbunden. Aber das ist doch ein Denkfehler. Leben kann doch nicht so, kann doch nur gedanklich. So abgekapselt werden. So. Das ist meins. Das ist meine Kartoffel. Bis ich sie gegessen habe, dann nicht mehr. Dann gibt es sie gar nicht mehr. Dann ist sie irgendwie in Energie wieder transformiert worden und so wo heiter. Mein Leben. Oh, das ist mein Leben. Das ist mein Leben. Ich habe Angst um mich. Ja, das ist, aber wenn das mal wirklich zulässt, diese Angst. Oder? Schrecklich? Mit was geht es einher? So, du gehst so, oh, ich habe mich so verliebt in mich. Ja, ich bin so der Beste. Oh ja, ich bin so einzigartig, was ich nicht alles schon mit mir erlebt habe. Boah, wie ich mich liebe. Und das ist so grandios. Keiner hat so ein Stimmtembre wie ich. Keiner. Also, ich muss mich einfach mögen und. Wenn ich jetzt dann weg wäre, wen kann ich ihn dann noch lieben? Wenn ich dann, wenn, ja, und außerdem will ich ja nicht leiden und da hängt der Körper mit zusammen, weil das ist ja mein Fühlinstrument, mein Resonanzkörper. Und wenn da was nicht stimmt, dann ist ja mein ganzes Leben so ein bisschen so. Also muss ich aufpassen. Dass er heil bleibt, ja? Heil mache ich. Ja, ich sag mal, ich habe ja Überlebensmechanismen eingebaut. Echt? Ja, du. Joe, ich kau hier meine Vitalpilze. Schmetterlingstramete zum Beispiel. Ja, das ja. Das mache ich, damit wechselnde Pfade, Schatten und Licht, alles ist Gnade, fürchte dich nicht. Und wenn ich nun sage,
Ein Körper, ein Leben. It's just a fucking experience. Das ist einfach eine abgefahrene Erfahrung, die nicht aufhört. Und wenn dann mein Körper aufhört, dieser Körper sich transformiert, dann gibt es ja noch unzählig andere Körper. Irgendwie unpraktisch, Pilz zu kauen und dabei zu sprechen. Es dauert ein bisschen, bis der klein gekaut ist, damit ich ihn auch runterschlucken kann. Ein Körper, ein Leben! Ein Körper, ein Leben! Ein Körper, ein Leben! Ein Leben, ein Körper! Oh mein! Darum gibt es ja im Englischen diesen Satz. It would be all fine if I could drop this fucking mine. Also auf Deutsch. Es wäre alles wundertoll. Könnte ich nur rückwärts sprechen. Na, könnte ich nur dieses mein Gefühl einfach fallen lassen. Weil mit dem Mein, was ist da alles verknüpft? So, aber ich muss mich anstrengen, mein Leben. Ich muss mich jetzt schützen vor den irgendwas, diesen Gefahren der Welt. Mein, sobald es mich gibt, da gibt es die anderen und die anderen, die können für mich eine Bedrohung sein. Das ist schrecklich. Aber mir hat es ja ziemlich lange gedauert, bis dieses Mein so richtig da war. Aber von dann wurde es echt schlimm. Uiuiui. Ich würde mal sagen, erst so mit 23 oder so. Dann kamen die Ängste erst richtig hoch. Als mein Ich richtig ausgebildet wurde, war, da hatte ich Angst, es zu verlieren dann gleich. Hatte ich Angst, es falsch zu machen. Da hatte ich Angst, irgendwann mal nicht mehr zu existieren. Aber komischerweise, vorher war ich ja auch, ohne dass dieses Ich und dieses Mein-Gefühl so verdichtet war. Und das Leben hat sich ja auch gelebt. Klar, es war mal freudig, vielleicht auch mal ein bisschen depressiv verstimmt, himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt. Hahaha. Aber ich wurde doch einfach gelebt. Es hat sich immer eins nach dem anderen ereignet. Aufstehen, einschlafen. Nee, umgekehrt. Aufstehen, rumlaufen. So, bisschen auf dem Pilz rumkauen. Ist mir ganz interessant. Also aufstehen, rumlaufen und so weiter, Toilette, Essen, Bewegung, Arbeit, Nachdenken, und so weiter und dann wieder hinlegen, einschlafen, träumen, tiefschlafen und wieder aufwachen und ja. Planen. Willst du auswandern? Irgendwohin, wo die Zukunft auch nicht sicherer ist. Aber mach's, wenn du es willst. Oder musst. Es ist ja so diese Gratwanderung. So. Nein, so. Für wen ist es klar, dass er gelebt wird? Für wen ist es klar, dass er glaubt, er hätte einen freien Willen und könnte entscheiden und die Fehler machen und dann könnte es vielleicht
Scheiße passieren, weil man die falschen Entscheidungen getroffen hat. Das ist eine ganz schöne Herausforderung, dieses Thema. Kommt halt darauf an, woraus du deinen Selbstwert, deine Identität beziehst. Beziehst du sie aus Meinungen, aus Glaubensgeschichten, die du irgendwo, von denen du dich hast überreden lassen, das wäre das Richtige, so und so, du bist das und das, oder zum Beispiel eine ganz schöne Identifikation ist, wenn du dich mit dem Leben oder der Lebendigkeit oder den Naturgewalten damit identifizieren könntest, sagst du, boah, ja, gucke, ja, das, ich weiß, keine Ahnung, du meinst so mit der Kraft des Samens, die aufgeht und gedeiht, mit dem Wind, der durch die Gegend fliegt, dem Schnee, der gerade fällt, der Kälte, die kommt, die Wärme, was auch immer. Warum musst du dich denn überhaupt mit irgendwas identifizieren oder dein ein Selbstwertgefühl durch irgendwas generieren? Du könntest doch auch einfach der volle Idiot sein und drüber lachen. Ha. Und es macht nichts, weil der volle Idiot, für den du dich mal erfährst. Wie lange ist der da? Der ist doch immer nur so sekundenweise da. So, oh Mann, bin ich blöd. Jetzt habe ich das schon wieder nicht kapiert. Jetzt habe ich schon wieder Angst gehabt, mein Leben zu verlieren, obwohl ich gar nicht weiß, was mein Leben ist. Jetzt habe ich schon wieder Angst gehabt, dass mein Körper kaputt geht und ich leiden muss, obwohl ich jetzt hier in dem Moment gar nicht in einer wirklichen Gefahr, Be Bedrohung bin. Obwohl ich jetzt gar nicht wirklich in diesem Moment bedroht bin, dass diesem Körper was passiert. Nur wenn ich jetzt vielleicht aufstehe und rausgehe, da könnte ich die Treppe runterfallen und mir alles Mögliche brechen. Oder ich könnte sogar auf dem Weg zur Treppe ausrutschen, stolpern und mich vielleicht nicht abfangen und voll mit der Nase mir die Nase brechen. Aber es könnte auch sein, ich könnte aufstehen, rausgehen, hinfallen. Die Reflexe funktionieren so gut, dass ich mich abkugel, ich die Treppe runterkuller und es auf einmal total Spaß macht, auf einem anderen Weg die Treppe runterzukommen, als dieses, ich muss okay, jetzt, ich muss aufpassen. Ach Mann, das Leben ist einfach lebensgefährlich. Ja, so lange dauert es, diesen Pilz zu essen. Aber ich bin sehr vom Thema. Es geht doch um die Angst. Die Angst zu spüren und durch sie hindurchzugehen. Diese zwei großen Ängste. Angst um meinen Körper, dass er leiden könnte. Aber dann zu sehen, wie die Angst ist auf die Zukunft verlegt. Und die Angst, dass ich weg sein könnte, mein geliebtes Ich, mein geliebtes Leben, dass das verschwinden kann. Obwohl ich gar nicht weiß, ob es jetzt hier da ist. Es ist ja nur so eine Erinnerung, es ist so ein Gefühl, es ist so ein, oh, so eine Stimmung. Oh, das bin ich. Ich bin so verliebt in mich. Oh, nicht, dass das mal weg ist. Aber wenn du hinschaust in der Nacht, wenn du total tief schläfst, weißt du, wo ist dann deine Selbstverliebtheit in dich da? Oh, deine Geschichte, oh, ich mit mir. Oh, ich liebe mich so. Ich bin so geil. Da bist du dann auch irgendwie, dass die Abwesenheit von deiner phänomenalen Persönlichkeit, die Abwesenheit der Anwesenheit. Was? Nein. Ja, es ist die Anwesenheit der Abwesenheit von deiner phänomenalen Existenz. Die ist da im Tiefschlaf. Okay. It's all a fiction. Also sind die Ängste Fiktionen? Ich meine, fucking, lass das, lebt das Leben so, wie das Leben dich lebt. Du musst es jetzt gar nicht verstehen. Du brauchst nur zu wissen, alles, was da gegeben wird, das wird auch wieder genommen werden. Und wenn du weißt, dass du gar nichts hast, weil Freedom is just another word for nothing left to lose, dann ist da einfach diese Freiheit. So zu tun, als hättest du was und dann so diese Intensität zu spüren, dass du was verlieren kannst, ja. It's just an experience. But no one is experiencing it. Was? Keiner erfährt die Erfahrung von dir, der der Erfahrene ist? Wie bitte? Nein!
Du meinst, da ist nur Erfahrung, aber der sie erfährt, ist niemand, den du jetzt in eine Definition packen kannst. Und sobald du dich selber definierst als wer, der glaubt, der hätte diese Erfahrung, bist du im Dilemma, dass du dich selbst in deiner eigenen Vorstellung eingesperrt hast als ein begrenztes Wesen. Dabei bist du die Wesenslosigkeit. Nein. Es ist einfach, du willst einfach nicht diese Nacktheit und Ohnmacht spüren, dass du dich hier verwirklicht hast und nicht rauskommst, weil du gar nicht drinnen steckst und dann halt einfach so ein Programm hast, es soll immer schön sein, aber dafür fühlt sich halt manchmal scheiße an und dann willst du es nicht haben und dann Widerstand, Konflikt und dann willst du was und dann kriegst du es nicht und dann, weil du es nicht kriegst, denkst du, du willst gar nicht mitspielen und dann hakst du dich so in dir selbst drin und da, 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 da. Darum rede ich ja mit mir. Darum spreche ich ja mit mir. Ja, darum, damit ich mir das alles immer wieder erklären kann, weil ich vergesse es ja immer wieder. Aber was so geil ist, ich vergesse es immer wieder, all die Erkenntnisse, die ich hatte, die gehen wieder verloren. Und trotzdem ist irgendwas dran, was immer wieder mich so erinnert oder was immer so, wo ich mich immer wieder so. Mein Leben, mein Körper, ein Leben, ein Körper. Tralala. Vielen Dank fürs Zuhören. Ein bisschen lang geworden. Die meisten haben wahrscheinlich ausgeschaltet. Ja, welche meisten? Um wen geht's denn? Geht doch zum Glück gar nicht um die anderen. Es geht ja nur. Selbsterkenntnis heißt doch, dass du hier mit dir selbst sein kannst. Mit dieser Angst um dich, um zu merken. Bla bla bla. Bla bla. So, oh, jetzt habe ich den Pilz aufgegessen. Adieu.